Heute habe ich was ganz Neues mitgebracht, und zwar einen Feta-Käse, einen griechischen Käse aus Kuh- und Ziegenmilch. Und den habe ich sous vide gegart. Das heißt, im Wasserbad bei 58 Grad 24 Stunden lang ganz langsam ziehen lassen. Da verändert er sich die Struktur und wir kriegen ein intensiveres Aroma. Das Motto ist ja Aromenvielfalt. Und hier habe ich natürlich versucht, viele Aromen reinzubringen. Einmal dieses Käsige, dann die Rosinen als süße Komponente, dann das Mastic, die hat einen leichten bittere Note. Dann habe ich Säure mit eingebunden, der wiederum im Kürbis verarbeitet ist, in der Vinaigrette. Und so habe ich dieses ganze süß-sauer, herzhaft bzw. bitter zusammengebracht. Ich bin sehr zufrieden damit, und die Gäste, die das probiert haben jetzt während des Genusslabors, haben es auch sehr gelobt. Ein bisschen Säure war jetzt der Wunsch, noch ein bisschen mehr Säure reinzubringen. Das werde ich beherzigen, und das nehme ich das dann so auf die Karte.